Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgans Jakob von Infracta und ich bin wieder ein Fantasy General und ist ja absolut eins meiner Lieblingsspiele. Jetzt hatte ich das zwar schon mal gezeigt, aber damals hatte ich das nicht auf die Reihe gekriegt, für meine CD-Version das Ganze zu installieren, gescheit. Habe ich noch die reine DOS-Box verwendet und nicht mit Defend und mit diesem Overlay. Und da hatte ich dann hier im Internet mal geguckt, das ist ja mittlerweile, ist das ja Abandonware, ja? Und da hatte ich so eine quasi zusammengeschnittene Version, also zusammengeschnitten halt ohne die Sound und ohne, wo, doch, ich glaube Sound war dabei, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall so eine Version gefunden, da war glaube ich das Video nicht dabei. Damit hatte ich das zu laufen bekommen. Und dann konnte ich euch das so zeigen. Natürlich war das für mich so ein bisschen schade, weil ich liebe ja diese CD. Also, wie soll ich das erklären? Ich habe diese Spiele damals gekauft. 96, 97, egal. Und auf der CD, wer das auch noch hat, die CD, der weiß das. Wenn man die einlegt in den normalen CD-Player, dann muss man halt, glaube ich, auf 1 ist, glaube ich, das Spiel. Und ich glaube, ab 2 läuft dann der normale Soundtrack. Und ich habe mir jetzt diesen Soundtrack reingezogen beim Lesen. Und ich glaube, vielen Leuten geht das so, dass der Soundtrack einfach so wahnsinnig gut ist. Und jetzt habe ich es, mittlerweile ist ja Zeit vergangen, ich bin ein bisschen erfahrener geworden. Ja? Und jetzt habe ich es geschafft, mit dieser Defend-Oberfläche für die DOS-Box, habe ich es geschafft, hier diese CD zu installieren mit Sound, ja? Wie man ja hört. Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass der Sound so ein bisschen am Knistern und Ruckeln ist. Ich habe schon echt alles ausprobiert, hier die Frames und Cycles und hast du nicht gesehen, die ganzen Einstellungen entsprechend geändert, aber auch bei Sound und so. Und auch den Sound Blaster 16 auf Sound Blaster Pro umgestellt, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall alle möglichen Einstellungen und ich habe es jetzt relativ gut raus. Ich habe aber manchmal das Gefühl, das ist ja jetzt nicht nur bei dem Spiel so, sondern auch, das habe ich in die Tage ausprobiert, wo die CD auch so übelst geknallert hat. Lords of the Realm 2, da hat der Sound auch so übelst geknistert. Ich habe den Eindruck, das liegt an den Laufwerken. Ich habe ja ein Blu-ray-Laufwerk in meinem Gaming-Notebook und dass das mit anderen Umdrehungen arbeitet als früher die CD-Laufwerke und deshalb da vielleicht Probleme kommt, weiß ich nicht. Ja? Ist jetzt einfach mal eine Vermutung meinerseits, dass es vielleicht echt an den Laufwerken liegt. Weiß nicht. Naja, mal gucken, egal. So, ich wollte das jetzt nicht nochmal gescheit neu anfangen. Und zwar nehme ich, glaube ich, den Zauberer. Weiß es aber gar nicht mehr genau. Soll ich das Hauer nehmen? Er hat auf jeden Fall spannende Einheiten, ja. Ich glaube, die Kavallerie taugt halt nichts. Wenn man sie mit seiner Kavallerie vergleicht, der hat halt echt brachiale Sturmkavallerie. Das ist halt in gewisser Weise ein Vorteil, weil wie immer bei Panzergeneral ist man halt unter Zeitdruck, was die Karten angeht. Aber wir probieren es mal. Ja? Ich bin bereit zu experimentieren. So. Genau, der Rate 5. Laberer, Barber. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr jetzt einfach mal Pause drücken. Ja? Also wir brauchen jetzt nicht 15 Minuten drauf zu starren. So, ich fange jetzt also quasi nur mal von vorne an. So, wir brauchen aber wie immer, denke ich, Bombardiere. Ich weiß nicht mehr genau, was der Unterschied war. Ich glaube, magische kann man nicht aufrüsten, oder? Sterbliche kann man, glaube ich, aufrüsten, oder? Ich weiß, irgendeinen Vorteil hatte jeweils die Magischen gegenüber den Sterblichen. Ja, ihr hört es ja in der Musik, dass die so ein bisschen abgehackt ist. Wie gesagt, ich habe alles Mögliche probiert. Vielleicht könnt ihr mir helfen, vielleicht habt ihr da irgendwelche Tricks oder Tipps. Ich versuche es halt so gut ich kann. Oh, in der Kälte bin ich auch noch. Wir nehmen jetzt einfach mal den Habichtreiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schützen. Nehmen wir Elfenschützen. Können noch zwei kaufen. Und wir haben noch 22 Gold. Wenn ich das richtig sehe, brauchen wir noch bewegliche Einheiten. Wir brauchen noch Reiterei.
Ja, aber das ist definitiv die Performance, warum die Musik ruckelt. Das ist doch nicht, weil der von der CD lädt. Ja, das kann man doch keiner erzählen. Also wie man sieht, für die obere Stadt habe ich Geld bekommen. Da schließen sich einem Freiwillige an, die brauche ich eigentlich nicht. Das ist immer so eine... Die haben halt jetzt, die Bogenschützen haben halt Deckungsfeuer gegeben für die Ents, also für diese Baumwesen. Wenn ich jetzt mal nichts mache, dann läuft die Musik. Sobald ich anfange herumzuklicken und irgendwas zu machen, dann fängt die Musik an, übelst zu stottern. Das ist doch Performance. Da kann mir doch keiner was erzählen. Also ich habe alles Mögliche versucht in den Einstellungen. Ich werde nicht schlau draus. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann, ob das wirklich am CD-Laufwerk liegt. Aber wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das würde nicht jedes Mal anfangen zu ruckeln, wenn ich hier anfange, was zu klicken, wenn es am CD-Laufwerk liegt. Ja, das liegt doch definitiv an irgendwelchen Einstellungen, dass die Musik anfängt zu stottern, wenn ich was mache. Und wenn ich hier nichts mache, die Maus in Ruhe lasse und kann nichts anklicken, dann läuft die Musik. Das, ach so, da muggelt noch der da hinten rum. Aber interessant, dass er mir die Kapitulation angeboten hat. Die brauche ich ja nicht zu trainieren, weil die Freiwilligen, die verschwinden am Ende von, wenn ich diesen Kontinent quasi eingenommen habe. Ja, können wir annehmen. Wobei, wir haben ja noch Zeit für eine Runde, da können wir die da oben noch vernichten. Ja, jeder Kampf trainiert die Soldaten und die nehmen wir ja mit, also unsere Kerntruppen. Und das ist halt wichtig, dass ich wie ein Panzergeneral höre. Er macht nichts mehr, hat versucht ihn zu heilen. Ich habe eben noch meine Kavallerie und den Luftbombardier genommen, weil ich denke, dass die meine Armee halt verstärken und beweglicher machen. Sehr schön. Jetzt ist es so, von 100% Einkommen gehen halt 30% in meine Kasse, damit ich Truppen ausheben kann. So, und die restlichen 7%, also hier werden halt verteilt immer auf 7%, das kann ich überstufen. Und man sieht hier so ein bisschen schon, hier so ein Strich, wie langsam die Einheiten aufgeforscht werden. Ja, also der Magier tut eben sterbliche und magische Einheiten erforschen, verteilt sehr darauf seine Forschungsenergie. So, jetzt habe ich nur eine mögliche. Jetzt könnte ich überlegen, nach entweder einen Himmelsjäger schon aufzubauen. Die sind relativ fix und ich kann sie jetzt schon anfangen zu trainieren, weil ist auch wichtig. Oder ich hole mir noch eine schwere Kavallerie, was irgendwo auch sinnvoll wäre, um halt Schockreiterei zu haben. Aber im Moment tendiere ich eher zum Himmelsjäger. Also irgendeinen Nachteil müssen ja die magischen Einheiten haben und das kann ja nicht nur der Schmeck verwundbar sein, wenn die weniger Geld kosten, obwohl sie einen besseren Kampfwert haben. Ich nehme jetzt trotzdem mal hier den hier. Wir werden sehen.
Speichern wir mal. Monty. So. Sehr schön, dann greifen wir da jetzt an im Grauwurzelwald. Das wird jetzt natürlich knackig, nehme ich an. Die Infanterie setzen wir mal so. Ah, das sind die Freiwilligen, die sich mir gerade angeschlossen haben. Plänkler, Schützen, Kavallerie setzen wir mal so. Ich habe nämlich einfach die Hoffnung, dass ich, dass hier unten, wenn ich das richtig sehe, gibt es hier eben diese zwei Tempel, also hier so diesen Schrein, Altar, wie heißt der, Altar des Zwillings, die stehenden Steine, und es gibt eben das Dorf Linde. Ich will ja eben versuchen, dass ich erst im Südosten mit einem schnellen Kavallerieschlag da mich befreie, dass ich die Flanke säubere, das einnehmen und dann eben rechts vom Fluss hochrück mit der Kavallerie und mit der Infanterie in der Zeit hier die Truppen binde und vielleicht auch zurücktreibe. Das werden wir gleich mal sehen. Erst plänkeln wir die hier mal ein bisschen an. Toll, weil hinten dran die Bogis standen. Alter, es geht hier direkt gut los. Bilden wir eine Front. Treiben wir mit der schweren Kavallerie mal ihre leichte Infanterie weg. Und reiben sie auf. Ey, was ist jetzt los? Dann nehmen wir gerade. Nein, 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 nein. Zack. Den da. Jawohl. Gut. Gut, das mit dem Blänkeln hat nicht funktioniert, aber zumindest im Südosten haben wir die erste Einheit vernichtet. So, jetzt geben meine Schützen Deckungsfeuer, Verteidigungsfeuer, haben dadurch die Orks relativ gut angeschlagen. Das ist jetzt natürlich doof, weil es ein Luftkrieger ausgewichen ist. Warum auch immer. Oh, er rückt richtig vor. Ich habe aber gerade echt Glück gehabt, dass er seinen leichten Infanterist oben nicht aus den stehenden Steinen rausgeholt hat und den Luftkrieger den Rest gegeben hat. Weiß nicht, kostet mich das jetzt eigentlich Geld? Nee, aber er kann die Runde nichts machen, okay. Aber erstmal beschießen wir dich. Der kann eigentlich kein Deckungsfeuer dagegen geben. Den rücken wir mal vor. Und dann kann er aber Verwundete zu Toten zaubern. Ja, so sehen die aus. Nein, du sollst den Zauber einsetzen. Warum macht er das denn jetzt nicht? Design wirkt kein Zauberspruch ein. Ich mich jetzt irgendwie. Soll das jetzt lustig sein? Macht der nicht? Warum nicht? Ja, egal. Soll halt so angreifen. Kann da eigentlich stehen bleiben. So, bombardier die mal. Ah, da kann die freiwillige schwere Kavallerie kann mal was machen. Kann befestigte schwere Infanterie angreifen. Sehr schön. Ah, sehr schön. Gold gekriegt. Das ist gut. Ne, Moment, halt, 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 halt. Erst lassen wir die schwere Kavallerie angreifen. Sollen die schön aufbrechen.
Jetzt hatte ich doch zuerst die leichte Kavallerie an. Egal. Ich mich so gerade verklickt. Ach, guck mal, das kann der Luftabwehrfeuer geben. Egal, wir haben die Goblins trotzdem erledigt. Also das ist echt nicht lustig mit der Musik. Vielleicht kann mir irgendjemand da ein bisschen hilfreich zu, hilfreich zur Seite stehen. Das war aber gerade heiß. Wieso kann denn den seinem Schützen, seine Schützen so Wirkung entfalten? Das ist ja nicht normal. So, den müssen wir jetzt aber erstmal ein bisschen beschützen. Weil der kann ja ausruhen. Ja, plänkel die mal an, dass wir die da oben gleich raustreiben. Magischen Bogen. Oh. Okay. Klingt nichts mehr? Gut. Ah doch, hier unten. Schon wieder ganz gut gewesen, dass ich ein bisschen Glück hatte. Ich lasse mal wieder die Maus los. Jetzt wenn wir mal wieder die Musik hören, ohne dass es verruckelt und verhackt. Ach, einfach schön. Ja, aber eindeutig Performance-Problem. So. Hat er da hinten aber nochmal ganz schön kräftig Truppen ausgehoben? Eine halbe Sache hält er scheinbar nichts. Schützen wir mal unseren Bogi, den halten wir mal in Bereitschaft. Treibt den mal dahin raus. Und verfolgen, damit die ihn direkt auffrischen können, wie der leichte Trupp da. Die machen mehr Spaß, die Orks hier. Puh. Auch Glück gehabt, dass die KI scheinbar ihre Truppen aus den Städten nicht abziehen will, um die nicht zu schwächen quasi. Ich kann ja von denen keinen angreifen, weil sonst gibt der Luftabwehrfeuer.
Wir müssen den Bogi jetzt erstmal wegnehmen. Das ist idealerweise so, dass wir dann nicht die schwere die Kavallerie angegriffen bekommen von denen hier. Den ziehen wir mal aus der Frontlinie raus. Ja, den ziehen wir wieder Fluss ab. Ist auch eine heiße Angelegenheit hier mit dem Luftkriege. Ist so einer abgehauen, oder? Es hat gerade eben plötzlich so schnell. Der ist so einer nach Südosten ausgewichen. Mir kann es erstmal egal sein. Den hinten können wir nicht bombardieren. Den greifen wir dem an. Lass mit dem mal nach Südosten abreiten. So ein bisschen suchen. Falls der. Also ich glaube, dass ein Goblin nach Südosten abgerückt ist. Gucken wir mal, ob Kapitulation anbietet. Nee. Wusste ich es doch, irgendwo ohne Gammel da noch rum. Schön. Jawohl, ja, die nehmen wir an. Ich habe keinen Bock, diesen Goblin nur noch ewig zu jagen. Sehr schön. Ich glaube, ich werde zumachen bei der Nachbearbeitung, dass ich gucke, dass ich die ganzen Hackstück. Also da, wo die Musik halt so zerhackelt ist, weil ich halt irgendwas hier mache, klick und so, dass ich die quasi rausnehme aus der Soundspur, dass ihr das dann gar nicht später hört. Also nicht wundern, wenn ich dann immer am Anfang vom Video gesagt habe, ey, das ist auch unschön mit der zerhackten Musik. Ich lasse im Prinzip nur die Parts jetzt von der Musik drin, wo sie wirklich läuft. Ja. So, immer schön Zwischenspeicher. Man weiß ja nie, ob das Spiel nicht abstürzen will oder so. So, aber bevor wir jetzt das kühne Helmtal angreifen, würde ich sagen, ich setze mal einen Cut, sonst wird er so ein bisschen lang. Und dann sehen wir uns wieder hier. Ja, jetzt auch mit Sound. Wie gesagt, ich gucke, dass ich das ein bisschen zurecht schnipsel und dass sich das nicht ganz so schlimm anhört. Und falls jemand Tipps hat, wie ich das in Zukunft mit der Performance besänftige mit Musik, nur her damit. Ja? Weil gerade die alten Spiele haben so schöne Soundtracks und es nervt mich halt, wenn er so zerhackstückelt wird.
Dann macht's mal gut. Bis bald. Tschüss.